Hallöchen, liebe Bücherfreunde und liebe Duftfreunde. Heute gibt es wieder etwas Duftiges, denn ich habe bei Time and Light bestellt und ich habe bei Müller Melz von Yankee Candle Home Inspiration entdeckt und war da sehr, sehr überrascht und dachte, ja, ich zeige euch heute einfach mal meine kleine Ausbeute und ja, was jetzt so in den kommenden Wochen im Herbst bei mir gedüftelt wird. Und ich starte mit den Yankee Candle Home Inspiration Wachsmelz. Da habe ich mir zwei mitgenommen und ich war total überrascht, dass es da Melz von gibt. Also diese Home Inspirations Reihe ist ja, glaube ich, von Yankee Candle die etwas ja, niederpreisige, vielleicht auch nicht ganz so qualitativ hochwertige ja, Duftreihe, Duftrange, ja, wo man eben auch einfach sagt, die bekommt man auch in den USA in jedem Supermarkt. Ich weiß, dass es bei uns die Gläser auch bei Rossmann gibt. Ich hatte, glaube ich, auch schon 2, 3 Gläser davon oder auch die Votivkerzen gibt es bei Rossmann von Home Inspiration. Ich finde die also wirklich sehr, sehr gut und finde auch, dass man da kaum einen Unterschied merkt. Vielleicht in der Länge der Duftabgabe, dass ein großes Glas von Home Inspiration nicht so lange ja, dieses Duft hat, wie es das richtige von Yankee Candle hat, aber ich glaube, so im Hausgebrauch fällt einem das wahrscheinlich gar nicht groß auf. Ja, ich habe diese Home Inspiration Reihe bei uns in der Müller Drogerie entdeckt, war total überrascht, habe an dem ein oder anderen Glas auch geschnuppert und habe dann zwei Düfte entdeckt, die jetzt mitduften, die eben in dieser Tartform sind. Also man hat hier 6 Melts und ich stelle mir tatsächlich die Frage, warum Yankee Candle bei ihrer ja, sehr unpraktischen Tartform geblieben ist. Die haben sie ja jetzt verändert von etwas flacher zu etwas rundlicherem, aber nach wie vor nicht mit der Möglichkeit, dass man es wieder verwenden kann, wieder verschließen kann, dass man es praktisch teilen kann. Ich verstehe da tatsächlich Yankee Candle überhaupt nicht, warum die Tarts so geworden sind. Ja, frage mich aber genau deswegen auch, warum es denn bei Home Inspiration möglich ist, im Grunde 6 Melts herzustellen und das so super praktisch zu machen, weil man die eben dann auch einfach trennen kann und dann hat man eben einen dieser 6, die man sich in die Duftlampe gibt oder eben auch 2, wenn der Duft nicht ausreichend ist. Natürlich lässt sich jetzt hier über die Plastikverpackung streiten. Man könnte sich jetzt auch fragen, warum ist das nicht einfach eine 2er-3er-Reihe und man hätte sich hier unten Plastik gespart, aber ja, die Diskussion machen wir wahrscheinlich am besten gar nicht auf. Ja, ich glaube, die haben sowas um die 4,30 €, 4,40 € gekostet und an der Kasse wurden ja dann noch die 3% Mehrwertsteuer abgezogen. Also irgendwie so um den Dreh und man hat 75 Gramm. Also ja, finde ich für 6 Tarts oder Melts oder wie auch immer wir es nennen, gar nicht schlecht. Ja, es heißt hier Wachsmelz. Ich habe mir ausgesucht Pomegranate Coconut. Das hat auch ein recht schönes Label. Gehört zur Kategorie Frisch und hat mich direkt gecatcht im Laden. Also trotz Maske hat man hier das Fruchtige, das Granatapfel, das etwas Besonderen, Exotischen und eben so ganz leicht ja, die Kokosnuss. Und das ist ein ganz weicher Duft, ein ganz warmer Duft. Und durch das Fruchtige und die Kokosnuss, ich finde das eine Wahnsinnsmischung und es hat mich wirklich direkt angesprochen. Man riecht auch einen Hauch Vanille. Ich denke, dadurch kommt so ein bisschen die Wärme mit in den Duft und ja, hat mich jetzt zumindest kalt überzeugt. Wie ihr seht, ich hatte ihn noch nicht warm an. Ich bin die letzten Tage noch nicht dazu gekommen, wie jetzt, dass ich es hier habe, ihn mal auszuprobieren. Bin aber mega gespannt. Also ich bin sehr neugierig, ob da ein Tart ausreichend ist, ein Melt, ob es auch so einen großen Rahmen in meinem Wohnzimmer mit knapp 30 Quadratmeter, ja, ob das im Grunde auch beduftet werden kann mit der elektrischen Duftlampe. Aber der Duft ist wirklich Hammer. Also fruchtig, warm, weich und ein bisschen Kokosnuss. Richtig, richtig toll. Und der zweite Duft ist ein Cozy Up. Ja, erinnert so ein bisschen natürlich an warm Kaschmir, an diese ja, gemütlichen Düfte, insofern ein Duft Gemütlichkeit kam. Wir haben hier eine Decke drauf und der hat ein sehr dunkles Wachs. Hat mir aber auch unglaublich gut gefallen. Also er riecht schon ein bisschen wie frische Wäsche, aber ganz weich. Ich finde ja oft, dass diese frische Wäschedüfte so sehr penetrant sauber riechen. Ich bin ja überhaupt kein Weichspüler-Fan, zum Beispiel bei meiner eigenen Wäsche. Benutze das auch kaum bis gar nicht. Und ja, finde den aber hier ganz, ganz angenehm. Also es riecht wirklich richtig schön nach einem Sonnentag. Und draußen ist die Wäsche gewesen, kam von draußen rein. Und man nimmt diesen frischen Schwung
mit in die Wohnung. Ich finde ihn richtig, richtig toll. Also bestimmt auch ein ganz wunderbarer Duft, ja, um abends einfach so ein bisschen abzuschalten. Und ja, bei mir ist es jetzt im Homeoffice tatsächlich auch so, dass ich Tagsdüfte habe und Abenddüfte. Und ja, finde es richtig toll, dass man das im Homeoffice ja ein bisschen anders noch zelebrieren kann, als wenn man den ganzen Tag im Büro ist und da habe ich nicht die Möglichkeit zu düfteln. Und jetzt kann ich tagsüber düfteln und abends dann nochmal einen anderen Duft auflegen. Und ja, das ist für mich definitiv auch so einer, so ein bisschen zum Runterkommen, um den Abend dann ausklingen zu lassen. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und das nächste ist dann meine Time and Light Bestellung. Ich habe 6 Düfte bestellt. Jetzt wird man sich fragen, wie passen denn 6 Düfte hier rein? Ja, das ist richtig. Time and Light ist ja so ein bisschen bekannt geworden, fand zumindest ich, als sie die Wachscrumbs angeboten haben. Also Krümel, die im Grunde hergestellt werden aus den Gläsern von Düften. Und insbesondere als ja, man jetzt immer öfter in den letzten ja, 1,5 Jahre nicht mehr die Möglichkeit hatte, dass alle Düfte in Melz oder in Tartform ankommen und man das nicht mehr testen kann, weil ich bin tatsächlich niemand, der ein großes Glas bestellen würde, ohne vorher ansatzweise zu wissen, ob mir der Duft gefällt. Ich bin eh nicht der große Glasdüftler, aber ja, das ja, finde ich tatsächlich, ja. Votivkerzen kann man natürlich immer nutzen, gibt es auch von ganz vielen Marken, hat natürlich den Charme, man teilt das eben und gibt das auch in die Duftlampe, das funktioniert gut. Aber es gibt ja auch einige Marken, die überhaupt keine Melts in irgendeiner Art und Form anbieten oder auch viele Limited Editions sind ja oft davon ausgenommen und dann müsste man sich eben das große Glas kaufen. Und einfach mal so 30 Euro, muss ich echt sagen, bin ich einfach zu geizig, da kommt dann noch ein bisschen der Steinbock bei mir durch, wo ich einfach denke, naja, also so die Katze im Sack kaufen, mache ich eher nicht. Und so ist für mich Time and Light super praktisch, weil man hat eben diese 22 Gramm und das sind locker, sage ich jetzt mal, ja, 2 Anwendungen. Also natürlich duftet bei mir ein Tart oder es wird ja dann ein ganzes Stück sozusagen länger, aber ich sag mal so, man hat da 2 Portionen, die man dann auch locker 3-4 Tage einfach anhaben kann. Und ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich habe 6 Düfte bestellt, 2 aus der Fantasy Edition von Village Candle und an denen konnte ich einfach nicht vorbeigehen. Ich habe die Gläser gesehen, ich habe echt mit mir lange gehadert, ob es nicht die Gläser einfach direkt werden, weil die Labels so, so schön sind. Und ich habe jetzt auch schon, ich glaube, Sarah hat davon schon gesprochen und auch Andrea vom Kanal irgendwas mit Wintermädchen. Ich habe es leider nicht mit Kanalnamen, deswegen bin ich froh, wenn ich die Leute bei Namen kenne. Ja, und die haben beide von der Fantasy-Reihe schon gesprochen und da dachte ich, oh, das ist genau was für dich. Und der erste Duft, der hier mit durfte, eben aus der Fantasy Edition, ist, also es ist von Village Candle, auch eine Limited Edition. Ich weiß nicht, wie gut dass man jetzt so ein bisschen fokussieren kann. Also wir haben hier einen Drachen und das ist Mighty Dragon, hat ja so ein recht sandige Wachsfarbe und kommt eben in so einem Tütchen und man sieht hier eben, das ist also wirklich einfach wie abgeschoren, ne? Wahrscheinlich gerieben, keine Ahnung. 22 Gramm kosten immer 1,74, was ich zum Ausprobieren absolut in Ordnung finde und darum geht es mir ja. Versprochen wird bei dem Duft, schwelender Schwefel knackt unter den Füßen, als ein kühner und mächtiger Drache landet, nachdem er durch den Himmel geflogen ist. Dieser feuerspeiende Riese hinterlässt einen Rauch in der Luft, während tiefes Mahagoni, knusprige Bergamotte, süßer Honig und erdiger Tabak diesen heftigen Duft erden. Ein Brüllen hallt durch das mystische Land, als der Drache seine Ankunft ankündigt. Und hier ist man natürlich definitiv inspiriert von Game of Thrones, von ja, der Hobbit, da kommen hier natürlich die Drachen, Aragorn. Also man hat hier ja, wunderbar ja, auf den Drachen gesetzt sozusagen und es ist natürlich einfach ein fantastisches ja, Wesen. Und oh, der riecht gut. Mm. Oh ja, mm. Oh, der ist toll. Ja, also der ist super, super angenehm. Also man riecht wirklich ein bisschen den Tabak, das Hölzerne von dem Mahagoni. Ja, vielleicht tatsächlich auch die Bergamotte, die man ja manchmal auch ein bisschen aus Tee kennt. Ja, und so eine Süße, was dann wahrscheinlich so ein bisschen der Honig sein wird. Oh, der ist toll. Der ist richtig, richtig toll. Oh, ich finde ihn mega. Oh, ist der Hammer. Der ist echt großartig. Also es ist wirklich dieses Gefühl, oh, ja, ja, man ist irgendwo drin und es schwelt irgendwie so ein bisschen der Tabak. Und gleichzeitig das Holz und es knistert und knuspert und dann kommt so dieser Hauch von Süß. Oh, der ist toll. Das ist eine Wahnsinnsmischung. Gefällt mir unglaublich gut.
Ja, also, ja, der, oh, ja. Ich sehe mich schon ein Glas bestellt. Ah. Ja, also der gefällt mir leider auf Anhieb direkt richtig, richtig gut. Bin natürlich auch gespannt, wie er warm düftelt, aber der ist echt schon mal ein Knaller. Also, ja, der gefällt mir gut. Ja, der zweite Fantasy-Duft ist dann Wizard's Owl. Und da kann man natürlich, bei Eulen denkt man, glaube ich, tatsächlich immer direkt an Harry Potter. Unter anderem natürlich. Und ja, ich glaube, davon ist man natürlich ein bisschen inspiriert. Auch eine wunderschöne Eule vorne drauf. Und wir haben so ein ganz schönes, ja, Taubengraublau, wie im Grunde auch die Eule vorne drauf ist, an Wachs. Und also optisch auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das Mondlicht fliegt durch den Nachthimmel und liefert bezaubernde Buchstaben. Es funkelt von den Flügeln der magischen Eule. Die frische, feuchte Luft gleitet unter seinen Flügeln und tanzt durch reiche Bergamotte, während helle Zitrone wie über den Himmel verstreuten Sterne leuchtet. Die stoische Eule schwebt lautlos und kündigt sich nur mit einem bezaubernden Schrei an. Oh, das klingt auch richtig schön. Oh, ich bin sehr gespannt, wie der duftet. Ja, da ist irgendwas. Ist, glaube ich, auch vielleicht die Bergamotte, finde ich, kommt hier auch gut durch. Und wir haben das Zitrische. Ja, das ist mir vielleicht ein bisschen zu dominant. Und dann ist irgendwas Frisches noch drin. Also es wird hier betitelt als Regen. Ich weiß nicht, wie Regen so richtig riecht. Ja, es hat diesen frischen Moment, wenn es geregnet hat, man rausgeht und man riecht so diese frische, abgekühlte Luft. Und dann, ja, auch wieder diese Bergamotte. Es ist mir vielleicht ein Touch zu zitronig. Das muss man echt warm probieren, ob da nicht ein Hauch Süße vielleicht irgendwie zum Ausgleich also passend wäre. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm, sehr gut. Der Drache hat mich ein bisschen mehr umgehauen, aber riecht interessant. Also ich glaube, es ist zu zitrisch für mich. Das muss man wirklich einfach mal warm probieren. Also hätte ich gar nicht so zitronig erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde, er riecht gut. Er riecht nicht direkt nach Klostein. Das ist ja oft bei mir und zitrisch tüften der Fall. Aber ich bin neugierig, wie er warm ist. Und am Ende packt man was Schuss Vanilliges mit dazu. Wenn es zu zitronig ist, kann man ja durchaus mixen. Und ja, aber gefällt mir gut, keine Frage. Aber der Drache hat mich, glaube ich, mehr gepackt und begeistert. Und ja, ich bin sehr gespannt. Dann dürfte von Yankee Candle bei mir einziehen. Es ist, glaube ich, die Herbst-Edition noch. Warm and Cozy. Und ich hatte von der Herbst-Edition schon diesen Peak-Nut irgendwas Duft und fand ihn richtig, richtig toll. Und war bei Warm and Cozy aber ein bisschen skeptisch, weil er als frische Duft gilt und ich nicht der größte frische Fan bin. Hier haben wir das Label. Auch so ein bisschen sandfarbenes Wachs. Finde ich immer sehr schön. Wirkt immer sehr klassisch. Und als Beschreibung bekommen wir hier: ein wunderschöner Abend am Lagerfeuer geht zu Ende und während Sie sich in eine warme Decke kuscheln, genießen Sie den Duft von Zedernholz, Kaschmir und Eukalyptus. Und mich hatte da, als der Duft vorgestellt wurde, das Eukalyptus so ein bisschen gestört, weil ich mag zwar ja, die Minzdüfte immer gerne, also wenn sie so nach After Eight riechen, wenn Minze drin ist, dachte aber, Eukalyptus könnte auch schnell Saunaaufguss sein. Und das ist gar nicht so mein Fall. Ich habe an dem aber im Müller gerochen, weil es da die Düfte der Herbst Edition als Motiv und ich glaube auch als großes Glas gab. Und ja, habe mich direkt verliebt. Und ich weiß auch wieder genau warum. Ja, und als ich da immer im großen Glas geschnuppert habe, dachte ich mir, ja, den musst du dir in dieser kleinen Form kaufen, um den nochmal im Herbst ein bisschen anzuhaben. Also man riecht, also es ist definitiv ein frischer Duft, das muss man ganz klar sagen. Aber der ist nicht unangenehm frisch, sondern hat auch diese Weiche, ja, die wahrscheinlich auch so ein bisschen durch die Hölzer kommen. Wir haben Zedernholz, ja, vielleicht auch wieder diesen Hauch Kaschmir. Ah, und es riecht schon auch holzig nach dem Lagerfeuer. Vielleicht hat das noch so etwas Moschusmäßiges drin. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Also gefällt mir gut. Ja, der Eukalyptus ist definitiv schnupperbar. Also ich glaube, dass der schon so die Nase frei macht, wenn man den anhat. Ist auf jeden Fall ein schöner Duft ja, für Bad, Flur, ja, Schlafzimmer. Also finde ich mega, auch Büro durchaus, um da mal sozusagen den Gedanken wieder reinlaufen zu lassen. Ja, gefällt mir gut. Hat sich gelohnt, da im Müller dran zu schnuppern
und ihn jetzt einfach in dieser kleinen Form mit bestellt zu haben. Dann dürfte noch ein Village Candle Duft mit, der direkt unter den Fantasy Düften stand bei dieser Wachscrumb Auswahl und ja, ich bin ein Kokosnussmädchen und an Coconut Vanilla konnte ich von Village nicht vorbeigehen. Ich mag die Düfte von Village ja auch sehr, sehr gerne. Ich hatte auch schon einige Gläser davon und ich bin ja auch ein großer Fan des Honigduftes von Village. Das ist ja, ach, ich liebe den. Ich habe da auch zum Glück noch zwei, drei Backups, was die Melts angeht. Ja, und war hier einfach gespannt. Es heißt Butter, Vanille, Creme und Coconut und wir haben noch ein bisschen Musk. Und da war ich natürlich sehr neugierig. Also auch ein sehr schönes Label, sehr helles Wachs, was ich auch sehr schön finde durch die Schlichte. Und hier heißt es so schön, die frühen Sommer sind ein Genuss, wenn Sie den Sonnenuntergang in der warmen Abendluft beobachten. Befriedigen Sie Ihren süßen Zahn mit einer schönen Mischung aus süßer Kokosnuss, cremiger Butter und reichhaltiger Vanille. Ja, was soll man da noch sagen? Also es kann eigentlich nur ein Genuss werden. Und das Schöne ist bei Village Candle ja oft, dass die wirklich einfach sehr authentisch riechen und nicht so übergeladen sind. Und ja, ich rieche es bis hier. Oh, ist der schön. Ja. Oh, ist der schön. Ja, der ist toll. Ah, Vanille, Kokos und diese reichhaltige Butter. So ein bisschen wie die Buttercremetorte, ne? Wenn man die aufschlägt. Oh, ist das toll. Ja, oh, das ist ein Knaller. Ja, oh, ist die schön. Ja, es riecht tatsächlich nach nichts anderes als einer leckeren Buttercremetorte. Wenn man die am Aufschlagen ist und die Vanille kommt und die Butter und dann eben den Hauch Kokosnuss. Also großartig. Riecht super lecker. Also, oh, den finde ich echt toll. Ja, also, ach, der hat sich sehr gelohnt. Oh, da freue ich mich schon aufs Düfteln. Oh, ist das toll. Ja, ist schön, wenn einem Düfte gefallen, ne? Also das, ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker. Dann habe ich bei der lieben Paddy und ihrer letzten Goose Creek Bestellung einen Duft entdeckt, wo ich dachte, der ist für mich gemacht. Denn neben Kokosnuss finde ich auch Popcorn super, super lecker. Und es gibt von Goose Creek den Funfetti Popcorn. Das ist ja auch mit so einem ganz süßen Label. Das ist, glaube ich, eine Limited Edition. Hat ja dieses blaue Wachs, was ich auch sehr cool finde. Und ja, Paddy hat, als sie dran rumschnüffelte, so, so geschwärmt, dass ich dachte, ich liebe Popcorn-Düfte. Und ja, Goose Creek ist ja auch wirklich ganz hochwertig und auch sehr, zwar irgendwie nicht so, ein bisschen eindimensionaler in den Düften, aber das mag ich persönlich super gerne, weil ich nicht 10 Eindrücke bei einem Duft brauche, sondern auch einfach mal einen Popcorn-Duft möchte. Und dann soll der eben nicht noch nach dem Kino sitzen und dem Kinoteppich und dem nassen Hund, der da stand und der Cola und den Mandeln riechen, sondern einfach nur nach Popcorn. Und ich finde, das macht Goose Creek wirklich ganz, ganz großartig. Und ja, es ist ein Food and Spice-Duft und heißt nur ein köstlicher, fantastischer Genuss. Das Gute liegt in der Luft. Und ja, ich muss da einfach dran schnuppern. Und auch hier kommt schon der Duft direkt entgegen. Es ist ein Träumchen. Mm. Ja, ich weiß genau, was Paddy meinte, dass das authentisch ist. Das ist es nämlich. Also es riecht wirklich super, super lecker nach dem Popcorn. Und wir haben hier auch noch ein bisschen, ja, Karamell. Wir haben noch eine Süße drüber. Ja, und so ein Hauch Apfel. Also was Fruchtiges ist definitiv mit dabei. Ah, das riecht echt toll. Also buttrige Vanille mit Karamell auf dem Popcorn. Oh, und auch noch so ein bisschen, so ein Hauch, dass das ganz frisch gemacht wurde, finde ich toll. Und das Fruchtige mit dem Apfel finde ich mega. Ach, das ist eine schöne Mischung. Also die gefällt mir echt gut. Ja, toll. Riecht echt sehr, sehr, sehr lecker. Vielleicht sogar ein Hauch Kokos mit der Vanille. Ja, also riecht großartig. Gefällt mir auch unglaublich gut. Und ja, also da bin ich froh, dass ich auf Paddy gehört habe und einer Empfehlung gefolgt bin. Und der letzte Duft, ich weiß gar nicht, wie mir der über den Weg gelaufen ist. Ich glaube, auch einfach nur anhand ja, des schönen Labels. Und hier haben wir einen Duft, der aus den Tumblern gemacht wird. Und dann ist hinten drauf eine Info. Achtung, das Wachs aus den Tumblern ist sehr weich. Vor Entnahme kühlen, Gefriertruhe oder Gefrierschrank. Und das sieht man tatsächlich auch, während der Rest eher so einen ja, sandigen Eindruck macht, hat man hier so ein paar Brocken tatsächlich drin. Finde ich jetzt gar nicht schlimm, weil man nimmt es ja eh und packt es in eine Duftlampe. Also es muss ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, zumindest bei mir nicht. Und ja, das am besten wirklich dann einfach mal in den Kühlschrank legen.
dann ist es auf jeden Fall praktischer. Und das ist eben ein Tumbler und diese Tumbler-Düfte gibt es eben nicht als Melt oder Ähnlichem. Deswegen finde ich diese Wachscrumbs wirklich mega. Aber zum Duft, das ist der Paradise Tea. Und da hat man schon gesehen, dass das auch dieses schöne, paradiesische, sonnengelbe, passt perfekt in mein Wohnzimmer, Farbe hat. Und ja, gefällt mir richtig, richtig gut. Ist auch ein Food and Spice, ist eine fruchtige Duftnote. Und hier heißt es so schön, das Paradies erwartet Sie. Genießen Sie einen einzigartigen Sommertee von der Insel voller erfrischender Früchte. Und das erwarte ich mir jetzt. Also wirklich volle Kanne Frucht und eigentlich nichts anderes dazu. Und mal schauen. Oh, okay, der ist ja ein Knaller. Wow, ist der toll. Oh, also man riecht da wirklich ganz viel Frucht. Mango, Ananas, Mandarine, Orange. Wahrscheinlich so ein bisschen diesen Schwarztee-Effekt, dass er so ein bisschen in diese Eistee-Richtung geht. Ja, das, ja, Jasmin. Ja, vielleicht noch so ein bisschen Patchouli und noch irgendwas Süßes. Vanille, Honig. Der ist toll. Allein diese Ananas, Ananas-Mango. Oh, das ist toll. Mit Orange, Mandarine, also irgendwas von beiden. Oh, das finde ich mega. Und ich vermag es nicht, Mandarine und Orange zu unterscheiden. Also von daher, irgendwas von beiden wird es sein. Ach, ist der toll. Das ist ein wahnsinnig fruchtiger Duft. Also, oh, man merkt richtig, also man möchte im Grunde einfach wirklich so in die Luft beißen. Das ist so, so lecker. Wahnsinn. Gefällt mir unglaublich gut. Ach, oh, finde ich echt irre. Gefällt mir gut. Wahnsinn. Gefällt mir mega gut. Also, ja. Ganz, ganz toller Duft. Also da bin ich auch mega, mega gespannt. Paradise Tea von Goose Creek. Und ja, das waren sie jetzt, die 6 Düfte aus meiner Bestellung plus die 2 Melts aus der Yankee Candle Home Inspiration Reihe. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr angetan. Kein Duft dabei, wo ich jetzt irgendwie die Nase rümpfen würde, sondern tatsächlich Glück gehabt in der Auswahl. Muss man ja auch immer mal haben. Man hat ja auch oft genug schon Pech gehabt. Aber ja, ich freue mich da auf jeden Fall, die jetzt auch warm zu düfteln. Und mit der tollen Methode, mit den Silikonförmchen, die ich euch, glaube ich, letzte Woche vorgestellt habe, den Quick-Tipp, ja, kann man jetzt natürlich auch unter Tage 5-mal den Duft wechseln, wenn man das möchte und das die Nase mitmacht und sich daran erfreut. Also ich freue mich sehr aufs Düfteln und besonders auf die Fantasy Edition. Ich glaube auch, dass das einer der ersten Düfte sein wird, die ich jetzt düftle. Sollten die mir wirklich gefallen, vielleicht zieht dann ja tatsächlich ein Glas bei mir. Ha, das wäre sehr, sehr böse, aber ja, weil theoretisch bräuchte ich dann auch noch eine elektronische Duftlampe, die ich ja auch noch nicht habe, weil ich so selten Gläser habe, weil Feuer kommt einfach tatsächlich nicht in Frage. Also ich habe ab und an im Bad meine Kerze an, weil ich da auch dann in der Regel, wenn ich im Bad bin, dann alleine bin und dann läuft es auch die Duftlampe mit einer Kerze, aber alles andere ist mit, gerade mit meiner Flumie ist das sehr problematisch, wenn da irgendwo Kerzengeflacke ist, dass, die spinnt schon bei den LED-Kerzenlichtern, also ich habe so Teelichter-LED, das ist never ending story, von daher, das will man gar nicht riskieren und man geht ja vielleicht doch einfach mal aus dem Raum raus und also wirklich höchste Vorsicht bei Tieren und Kerzen, das muss man absolut sagen, ja. Aber wunderbare Düfte, ich freue mich sehr, dass die Bestellung auch so schnell da war und finde diese Wachscrumbs wirklich eine coole Idee. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie ihr so herangeht bei neuen Düften, ob ihr direkt Gläser bestellt, ob ihr auch eher erst die Tarts und Melts bestellt oder ob ihr versucht irgendwo an den Düften zu schnuppern, ob ihr da leicht die Möglichkeit habt. Lasst uns da gerne mal ein bisschen austauschen. Ich packe euch die Düfte auch unten in die Infobox. Insofern ich sie finde, bei den Home Inspirations Düften bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich die irgendwo online finde, aber die von der Time & Light Bestellung, die packe ich euch unten rein, dann könnt ihr euch auch mal den Shop anschauen und ja, vielleicht sind die Wachscrumbs ja auch eine coole Idee für euch. Und ich ja, danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein duftiges Erlebnis und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, eure Steffi!